Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect. So, denn wollen wir jetzt mal uns geradezu bewegen. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Wir sollen ja hier hinten eigentlich noch eine Cat-Basis ausspionieren. Und da soll auch nochmal ein Schnellreisepunkt sein. Und ja, ich habe schon ein bisschen Interesse, mich mit den Cats so ein bisschen zu messen. Dementsprechend versuchen wir da mal jetzt schnell hinzuflitzen. Weil jetzt haben wir ja die Basis soweit aufgebaut. Dann bin ich mal gespannt. Und die neuen Upgrades, die Nomads, müssen wir ja noch mal so ein bisschen, ne? Austesten. Ich bin mal gespannt. Achso. Vergessen, Allradantrieb anzusetzen. Okay, warum wirst du mir als Leuchter angezeigt? Was hast du verbrochen, Kollege? Na, gucken wir mal. Da hinten soll, wie gesagt, auch nochmal was sein, wo wir uns dann auch schnell reisen können. Das läuft doch eigentlich ganz gut hier. Mit den neuen Updates. Zwischendrin nur mal kurz aufschalten. Und dann passt das. So, hier waren wir ja schon. Und hier geht es ja dann auch Richtung Cat-Basis. Wir halten uns aber auch schon ein bisschen besser auf dem Eis. Ich schlitter nicht mehr so krass. Okay. Ich und viele andere haben nie eine Welt ohne die Cat kennengelernt. Der Widerstand kämpft, damit unsere Kinder vielleicht eines Tages frei sind. Sie sind ein zäher Haufen. Ich frage mich, ob uns die Angara gemeinsam mit sich trainieren lassen würden. Ich würde gerne ihre Kampftechniken kennenlernen. So, hier haben wir einmal unseren Außenposten. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Noch nicht mal da, aber ich kann ihn schon überfahren. So, dann lass mich wenigstens einmal kurz aufladen. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Okay. So kommen wir in die Cat-Einsatzzentrale. Na, wollen wir noch mal gucken hier. Ob wir das wirklich so können? Da oben ist er. Jetzt ist er gerade abgedüst. Na? Jetzt er. Wieso sind meine Schüsse nach oben geflogen? So. Gute Arbeit. Na, wir sind noch nicht ganz durch. Es sind auf jeden Fall noch mehr. Da hinten steht noch einer. Da steht noch einer. 100 Meter Kopfschuss. Netter Kopfschuss. Ja. Einer soll da noch sein. Ganz vorsichtig. Erwischt. Das hält nicht. Ach, da hinten. Na gut. Die anderen zwei gingen eher in die Schulter. Und da kommt auch schon die Verstärkung. Ich komme nicht ganz ran. Was sind die denn jetzt hin? Haben die keine Lust? Irgendwie nicht so wirklich, ne?
Na gut, denn Sturmangriff. Also doch noch weit weg da drüben. Okay, kurz mal in Deckung. Erwischt. Erwischt. Ist halt ein bisschen blöde Entdeckung. Gut. So. Gut, die ist alle. Jetzt ist alles alle. Gut. Wo? Sehen wir. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Von hinten. Na komm. Das kann ich ebenso, Kollege. Ach, wieder nicht getroffen. Komm schon. So, dann nehmen wir hier einmal kurz mit das Kühlmittel. Pistolenaufsatz, Muni nachladen. Kann ich die Waffe schon mal nachladen? Kann ich die Dinge hier öffnen? Halten Sie nach Cat Ausschau. Die haben bestimmt etwas dagegen, dass wir hier drin sind. Glaube ich auch. Nehmen wir uns hier erstmal alles mit. Hier haben wir das nächste. Mal ein bisschen beklauen die Leute hier. Haben doch genug. So, da oben sind auf jeden Fall noch welche. Solche Kästen. Ich höre hier auf jeden Fall aber noch irgendwelche Viecher. Ich glaube, ich nehme mal lieber erstmal die große Knarre. Noch geht's hier mit unserer Lebenserhaltung. Nehmen wir den nächsten. Noch ein Schaft. Und noch eine Panzerung. Brust. Ja. Wir kriegen unser Zeug so langsam. Halten Sie nach Cat Ausschau. Die haben bestimmt etwas dagegen, dass wir hier drin sind. Hä? Ja. Ne, damit kann ich leider nichts interagieren. Dem wollte er mir jetzt nicht öffnen. Na gut, dann gucken wir uns jetzt hier drin nochmal kurz um. Dann haben wir hier noch irgendwas Interessantes. Aber sieht nicht danach aus. Außer Iridium. Iridium ist ja natürlich wichtig. Na gut, dann versuchen wir mal mit Nomad hier drüber zu fahren. Müssen wir noch ein Stückchen weiter. Den habe ich ja jetzt wirklich weit weg geparkt. Auf einer Seite ist es immer cool, wenn man dann sich ein bisschen anschleichen kann. Auf andere Seite, wenn man dann halt sich angeschlichen hat. Der Rückweg ist immer ein bisschen länger. So, dann fahren wir hier erstmal. Wir sollen noch weiter hoch. Guck mal. Was sagen wir? Sollen hier noch wirklich deutlich weiter hoch? Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden.
Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Oh, machen wir mal so nebenbei. Ist ja nicht so wild. Noch mehr Beryllium. Geht aber richtig gut hoch hier. Bisschen Platin haben wir auch gleich mitgekriegt. Cool. Da kommen sie! Ja, und da haben wir jetzt nochmal... So. Ausreichend. Das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden hier. Achtung! In dieser Stätte könnten sich Relikte aufhalten. In welcher Stätte? Ich versuche doch gerade erstmal... Ah ja. In dieser Stätte. So, dann machen wir erstmal die Relikte platt. So. Ach, warte, das wird noch beeindruckender. Wart ab doch. So. Das Platin nehme ich mir auch mit. So, einmal Überreste. Und jetzt gucken wir mal. Da haben wir hier noch einige an Cat. Habe ich ja eben schon von oben gesehen. Na gut, gucken wir mal, dass ich irgendwie... schon mal so ein, zwei raus, Tiger. Schade, ich dachte, er geht zur anderen Seite. Na komm, lad nach. Bringt er mir einfach raus. Ich möchte echt mal wissen, wer das ist da. Ausgezeichnet gezielt. So. Die Basis war mal. Wer knurrt denn hier so die ganze Zeit schon? Ich registriere einen Temperaturabfall. Jetzt weiß ich wenigstens, wer knurrt. Meine Fähigkeit kann sich leider nicht so ganz etablieren. Aber ich glaube, da kommt jetzt auch irgendwie nicht hoch hier, ne? Dann kommen wir doch mal zu ihm runter. So. Na, jetzt knurrt er erstmal nicht mehr. Noch Überreste da gelassen? Nö. Keine Überreste. Das heißt erstmal Muni nachladen und hoffen, dass wir oben auf jeden Fall nochmal Muni kriegen. Aber das vielleicht so leicht hinkriegen mit Sturmgewehr und Präzisionsgewehr, dass wir uns vielleicht nochmal eine Pistole leisten können, irgendwie so eine Maschinenpistole oder so. Dann würde ich, glaube ich, sogar noch eine mit einstecken. Aber erstmal gucken. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Oder vielleicht eine leichte Schrotflinte oder sowas. Mal gucken. Irgendwas in der Richtung. Ah, Muni. Sehr gut. Kann ich die nachladen?
Aber hier ist sonst nichts weiter Interessantes. Na gut, denn... würde ich sagen, Abzug zum Nomad. Wir haben ja noch ein kleines Stückchen über. Das ist ein Schnellreisepunkt. Wieso sagt er mir hier ein interessanter Ort? Was macht ihn so interessant? Weil die Temperatur sinkt, Pathfinder. Finde ich ihn jetzt nicht so interessant. Wir haben hier nichts zu looten, nichts zu machen. Keine Datenterminals gehabt. Einfach nichts. So, aber der hat eine Fähigkeit verdient gehabt. So, dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt da hinten durchkommen. Cat, bleiben Sie wachsam. Verdammt, dieser Schneesturm geht glatt durch meinen Anzug. Aber er liefert eine Tarnung für den Widerstand. Und uns macht die Kälte nichts aus. So. Gut. Okay. Behalten Sie Ihre Temperatursensoren im Auge. Okay. Erledigt. Gut. Einmal kurz Temperatur hoch. Temperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Das hört sich da hinten an, als wenn da... Oh, wir haben Beine gekriegt. Als wenn da hinten irgendwie noch ein Kampf stattfindet oder so. Aber wer kämpft da gegen wen? Behalten Sie Ihre Temperatursensoren im Auge. Oh, Relikte. So. Na los, komm. Behalten Sie Ihre Temperatursensoren im Auge. Das tue ich, das tue ich. Alle erwischt. Behälter. Und jetzt schnell wieder zurück ins Auto. Und weiter hoch hier. Okay, jetzt kommt hier zum nächsten Schnellreisepunkt. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Na halt, ich muss Aufklärungsposten mal kurz nutzen. Sollte mich vielleicht nochmal... Abortzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Ja, ist okay. Aber ich wollte mich einfach nur mal kurz aufladen. Muss ja mal warten, bis der Kreis da ist. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Machen wir mal so. Dort hört sich eigentlich ganz gut an. Den nehme ich auch so mit. Am besten hier langsam durchflitzen. Ich will jetzt hier nicht runterfallen. Okay.
Und jede Menge Cats. Na denn. Zu kurzem Nachladen. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Erwischt. Erwischt. Wunderbar. Und tschüss. Mensch, das läuft. So, einmal kurz alles mitnehmen. Ist wieder so ein Teil zum Scannen? Nee. Das können wir aber nochmal mitnehmen. Okay. Ich denke mal, wir greifen jetzt gerade die Basis komplett an, wa? Ja, es hat auch schon mal ganz gut geklappt. So. Jetzt nachladen. Dankeschön. Na gut. Feuerkombo. So. Ihr lauft mir richtig schön ins Feuer. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Na, es lief doch. So, einmal Überreste. Baxel. Ich bin am Eingang zur Basis. Haben Sie den Code für die Schilde entschlüsselt? Ja, und zwar keine Sekunde zu früh. Übertragung an Sie läuft. Mögen die Sterne für Sie strahlen, Pathfinder. Na denn? Los geht's. Einmal in die Cat-Basis. Gehen wir an die Arbeit. So. Mal kurz wechseln. Zum Deckung bleiben. Erwischt. Ebenso. Ich glaube, das war's. So, einmal Muni mitnehmen. Leben haben wir keins verloren. Mhm. Haben sich da richtig gemütlich hier gemacht, wa? Na, dann räuchern wir sie mal weiter aus. So, komm, einmal auf. Voll im Kopf geworfen. Na, ich glaube, den hättest du nicht nehmen müssen. Den hat meine arme Drohne direkt in den Kopf geworfen. Nochmal Kettbrust. Na, die fällt ja jetzt relativ häufig, ne? So, Nummer 1 habe ich. Nummer 2 auch. Erstmal hier unten in Deckung gehen. Wir kriegen's mit Cat zu tun. Da ist ja nur noch der eine da oben. So. Naja, alles gut, alles gut. Die Temperatur sinkt.
Pathfinder. Muss ja nur vor mir finden. Das scheint ein gesichertes Lagergebäude der Cat zu sein. Der Eingang ist durch eine Verteidigungsmatrix abgeriegelt. Verdammt. Was immer sie beschützen, es muss wichtig sein. Wir sollten diese Verteidigungsmatrix finden und ausschalten. Na denn, weiter hoch. Die Einsatzzentrale liegt direkt vor uns. Ich weiß, es ist bereits ziemlich kalt, aber ich will, dass sie jetzt ganz besonders eiskalt vorgehen. Pathfinder, ich empfehle den Primärturm als Ziel. Er scheint der Kern der Basis zu sein. Na gut, dann wollen wir mal ein bisschen Spaß haben hier. So. Oh. Sorry, Kollege. Na, komm her. So, nächsten. Einer ist da noch. Einer ist da auf jeden Fall noch. Schildverstärker aktiviert. Na gut, nehme ich mal kurz die Überreste nebenbei mit. Gesundheit, auch wenn wir sie jetzt nicht brauchen. Munition wäre mir jetzt gerade lieber. Ich registriere einen Temperaturanfall. Moni? Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranz. Ein Sicherheitsterminal hat den Zugang zu dem Cat-Turm abgeriegelt. Es wird von einem Kraftfeld geschützt. Ich habe die Position der drei Cat-Generatoren markiert, die das Kraftfeld mit Energie versorgen. Durch die Aktivieren sämtlicher Generatoren können sie das Sicherheitsterminal abschalten. Einer weniger. Autsch. So, da ist ein Geschütz. So. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Wenn man snipen tut mit der Minigun. So, einer ist da noch. Alle erwischt. Das war doch schon mal gar nicht so verkehrt. So, wir hatten da vorne was, wo ich interagieren konnte. Hier ist nochmal ein Behälter. Den nehmen wir doch mal kurz Gaudi mit. Ja, nehmen wir auch mit. So, dort hinten, und hier unten auf jeden Fall einer. Hier unten war ja sowieso nochmal Munition, nehme ich gern mit. So, erste Konsole. Ein Generator erledigt. Neuer Bestand, übersetzt aus den Tonazid. Neuer Bestand im Westen gefangen genommen. Viele für Arbeitslager, manche für höhere Zweck. Sie werden bestimmt zufrieden sein. Ich schicke Ihnen einen männlich, stark, stabile Genetik, gut für die Mission geeignet. Dann sprechen wir natürlich über meine Anhebung. Naja, wir wissen ja schon... Shuttle im Anflug, Pathfinder. Wo? Ah, natürlich immer da, wo ich nicht bin, ne? Gut. Sturmangriff. Zwei Generatoren erledigt. Einer noch. Na, und den kriege ich auch noch hin.
Komm. Alle Generatoren wurden deaktiviert. Ich habe die Koordinaten des Sicherheitsterminals markiert. Zerstören Sie es, um Zutritt zu dem Kettturm zu erhalten. Lade nach! Ja, da komme ich gerade nicht zu. Na, will er nicht? Schönartig drauf schießen. Jetzt sind meine Schilde sogar schon wieder aufgeladen hier. So. Oh, ein Cat-Helm. Nehme ich doch gerne mit. Achtung, Granate! Na, wartet. So. Muni voll aufladen. Und weiter geht's. Hier soll ja noch was zerstört werden. Also machen wir das auch mal, Gaudi. Einmal sabotieren. Das Sicherheitsterminal ist zerstört. Zum Turm! Jetzt frage ich mich aber die ganze Zeit, was haben wir denn hier eigentlich als Zweite? Ach, die medizinischen Vorräte deponieren. Ja, okay. Wir wollen jetzt aber erstmal zum Turm. Das war jetzt von zu viel von hinten. Upsala. Da war ich jetzt gerade ein bisschen zu stürmisch. Ja, wird Zeit für die... Ein gesichertes Lagergebäude der Cat zu sein. Der Eingang ist durch eine Verteidigungsmatrix abgeriegelt. Verdammt. Was immer sie beschützen, es muss wichtig sein. Wir sollten diese Verteidigungsmatrix finden und ausschalten. Okay, da er hier vorne gespeichert hat, machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.